Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal zwei verglitschten Varianten für den GIFcast of Friends Glitch zeigen. Ja, die erste Variante hier beim LSK-Meet, die geht immer noch. Ich weiß nicht, warum so viele Leute mir geschrieben haben, dass er gepatcht wurde. Ja, ich will es euch jetzt einfach mal zeigen, dass der Glitch immer noch funktioniert. Ja, es ist halt ein kleiner Timing-Part hier in dieser Sache und ihr müsst halt wirklich sehr, sehr schnell sein im Drücken. Das ist eigentlich alles. Ja, fordert euch einfach ein Auto aus der Arena-Werkstatt an und begebt euch dann zum LSK-Meet und fahrt dort einfach einmal rein. Ja, wie gesagt, der Glitch, der funktioniert immer noch und ja, ihr müsst einfach nur sehr, sehr schnell sein an dem Part. Vom LSK-Meet angekommen, einfach wieder einsteigen, dann drücken wir einmal Viereck, dann doppelt X, um auf die Teststrecke mit anderen Spielern zu betreten. So sind wir dann drin, dann einfach den Job anfordern bei Simeon, Gerald oder Martin, ist ganz egal. Ja, den Job, den könnt ihr dann selbstverständlich auch schon früher anfordern. Ich fordere ihn halt jetzt an, damit der Job auch wirklich ganz oben als erstes in der Jobliste dann erscheint. Und ich werde es euch einmal in der Zeitlupe zeigen. So, ihr seht, er hält an, dann Job öffnen, alles beitreten und mit X einfach durchspammen. So seid ihr mit dem LSK-Meet dann wieder angekommen, dann begibt euch einfach zu eurem Auto hin, einfach einsteigen, Kreis drücken, um das Kami zu verlassen und dann begeben wir uns zur Arena-Werkstatt. Arena-Werkstatt angekommen, einfach ranfahren, Werkstattebene betreten, dann einfach aussteigen, wenn ihr den flackernden Hintergrund habt. Das ist auf jeden Fall perfekt. So, danach einfach Interaktionsmenü öffnen und dann einfach den RC Bandito oder den ferngesteuerten Panzer einmal anfordern. Dann direkt wieder verlassen. Und nun müsst ihr dann blinkend spawnen. Und ja, das war's auf jeden Fall schon mit der ersten Methode. Ja, die erste Methode, die ist Solo. Wie gesagt, die ist halt wirklich schwierig, da ihr ja, wirklich sehr, sehr schnell sein müsst. Die zweite Methode, die ich euch jetzt zeigen werde, die ist leider nicht Solo. Aber das ist mein persönlicher Favorit auf jeden Fall, weil ja, ist eigentlich echt easy und geht auch wirklich schnell. So, und bei der zweiten Methode, wie gesagt, braucht ihr dann einen Freund. Begibt euch einfach mit dem Freund in eine Freundeseinladung oder eine Einladungssitzung. Ja, ihr müsst es dann auf jeden Fall schon mal so vorbereiten, dass ihr dann den Freund nur mit Doppel-PSN dann beitreten könnt. Dafür geht ihr einfach ins PSN-Menü, geht dann auf das Profil von eurem Freund drauf. In meinem Fall mache ich das alles mit dem Dennis. Grüße gehen auf jeden Fall raus, Dennis. So, dann gehen wir einmal auf Übersicht, auf aktuelles Spiel. Und wenn wir jetzt Doppel-PSN drücken, sind wir wieder im Spiel. Doppel-PSN drücken, können wir ihm beitreten, ist auf jeden Fall perfekt. Und ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt zur Nachtclub-Garage laufen und wenn wir sehen, dass der Charakter sich bückt, einfach doppelt PSN-Taste drücken, unserem Freund beitreten, alle Meldungen durchspammen, ist auf jeden Fall perfekt. Also euer Charakter muss dann auf jeden Fall dann da in der Nachtclub-Garage stehen bleiben. Wenn er wieder weggeht, dann habt ihr das nicht gehittet, dann müsst ihr soweit entweder zu früh oder ein bisschen zu spät. So, dann warten wir jetzt, bis wir im Jobmenü geladen sind. Ihr seht einen verglitschten Hintergrund, perfekt. Im Job angekommen, einfach nur den Job wieder verlassen.
Und als nächstes begeben wir uns dann einfach zur Straße und klauen uns da irgendeine NPC-Karre. Welche, das ist ganz egal, aber ihr müsst wirklich darauf achten, dass es auch dann eine NPC-Karre ist. So, einfach einsteigen und dann begeben wir uns wieder zu unserer Nachtclub-Garage. Nachtclub betreten, die Meldung nehmt ihr einfach an. Und ihr seht, wir haben wieder einen verglitschten Hintergrund. Einfach aussteigen. Ist auf jeden Fall perfekt. Und jetzt einfach den RC Bandito wieder oder den ferngesteuerten Panzer anfordern, wie wir es eben auch gemacht haben bei der anderen Version. Dreieck wieder, um zu verlassen. Und nun müsst ihr dann irgendwo wieder blinkend spawnen. Und ja, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so sein sollte, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.